Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und haben weiter die Hauptstadt aufgebaut. Wollen nach wie vor mehr Wachstum haben. Und ihr seht, wir sind schon ziemlich nah an der Ecke angekommen. Ne? Also viel ist es jetzt tatsächlich nicht mehr aufzubauen. Und in Anbetracht dessen würde ich sagen, machen wir hier einfach direkt weiter, würde ich vorschlagen. Wir waren beim letzten Mal in so einem schönen Flow drinne. Und diesen Flow hätte ich jetzt gerne wieder. Das heißt, wir machen hier mal eine wunderbare Einbahnstraße rein. So. Und bauen weitere, ja, Wohngebiete. Ah, aber vorsichtig, machen wir es mal so. Genau, weil wir sind hier ziemlich schon an der Monorail angekommen. Moment, machen wir es mal so. Ganz genau. Jawohl, da hier das hier nämlich noch ein Bildungsangebot gibt, würde ich sagen, einfach mehr Wohnungen. Einfach mehr Wohnungen. So, Freunde. Oh. Da kommen sie doch schon. Ah, ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch verrückt. So, aber hier habt ihr eure Station. Nochmal schön anbinden, nicht vergessen. So. Und das hier ist jetzt quasi die letzte Folge. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber vor dem großen Urlaub. Das heißt, wir werden bald einen Monat lang kein SimCity 4 mehr spielen. Weil ich den ganzen Januar weg sein werde. Aber dafür werden wir es jetzt heute nochmal schön ausnutzen. So, wir machen einfach weiter. So. Oh, was geht denn hier ab? Neue Aktualisierung. Unwetterwarnung vor Glatteis, oha. Das heißt nicht rausgehen. Um Gottes Willen nicht rausgehen. So. Machen wir weiter so, zack. Ja, und dann können wir hier direkt schön hier weitermachen. Sehr schön, ja. Neue Station, jawoll. Richtig schönes Wachstum haben wir hier. Richtig geil. 2,5 Millionen. Es geht mir fast ein bisschen zu schnell. Aber hey, alles gut. So. Schön mit der U-Bahn verbinden. So. Dann machen wir hier vorne am besten auch nochmal irgendwie was. Ja. Ganz genau. Bushaltestelle U-Bahn. Bushaltestelle U-Bahn-Station. Damit ihr auch alle schön eure Verkehrsanbindung habt hier. Oh, ist das gut. Ah, das. Ich freue mich gerade richtig. Ich hoffe, ihr merkt das. Es ist einfach so gut, wirklich. Warum geht das jetzt nicht? Hä? Ach, verdammt. Das wäre zu gut gewesen. Aber gut, dann ist das halt eine Sackgasse. Dann machen wir das halt... Oh, verdammt. Ja, weil da hier die Brücke ist, ne? Deswegen. Weil das hier die Brücke ist. So. Gut, dann machen wir es halt so. Kommt. Machen wir mal einmal... Ausnahmsweise mal eine Landstraße hin. Ausnahmsweise mal eine Landstraße. So. Gut, der Bandagenblues. Hier oben. Da oben schon wieder. Haben wir da vielleicht eine... Ja, lass uns diese kleinen Jobs hier ersetzen durch ein Krankenhaus. Genau. Dann habt ihr ein bisschen Unterstützung.
Scharen an Patienten. Das ist so krass. Gut, wir müssen die Autobahn runterziehen. Bis ans Kartenende schon fast. Oh mein Gott. Es ist krass. So, wie sieht es mit der Bildung hier unten aus? Ja, das heißt, wir können hier noch mehr Einwohner reinmachen tatsächlich. Ja, dann machen wir das doch. Sehr cool. Sehr, sehr cool, Freunde. Und ja, machen wir hier auch nochmal. Ja, machen wir hier auch nochmal. So. Können wir hier das schön miteinander verbinden wieder über eine schöne Auffahrt. Genau so. Einen noch nach rechts, so rum. Und dann hier eine schöne Allee rein. Ah, perfekt. So. Autobahnen werden genutzt. Das ist gut. Und was wollte ich jetzt noch machen? Ach so, ja. Genau, Bushaltestelle, U-Bahn-Station. Ja. Lass mich mal gerade gucken. Was ist mit euch? Naja, egal. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. So. Nur das einmal so und dann kriegt ihr hier eure Parks. So. Jawohl. Läuft. Freunde, läuft. Gut, dann verbinden wir das noch kurz. Dann schaue ich mir mal die Lehrer an, die hier streiken, scheinbar. Zusätzliche Linie aufbauen für die U-Bahn. So, Lehrpersonal nimmt Auszeit. Wo denn? Hier, am Wasser. Ist das die neue Grundschule? Naja, das kann gut hinkommen. 5000 Schüler, das ist heftig, ja. Gut, aber da würde ich vorschlagen, machen wir hier unten einfach eine neue große Grundschule hin. So, und einmal eine große weiterführende Schule. Oh ja, das passt perfekt da rein. Ach, das ist gut heute. Das ist so gut heute. Streikt ihr immer noch? Nö, jetzt nicht mehr. Sehr cool. Okay. Was ist mit euch? Verlassen. Keine Ahnung warum, aber ist okay. Oh, das heißt, wir können hier das so machen und so ziehen. Ah, nein. So. Und danach eigentlich mehr Einwohner, ne? Eigentlich mehr Einwohner, aber wir machen mal ein paar Jobs hier hin. Weil, das wird denen sonst so langer Arbeitsweg. Was man ja verstehen kann. Ja, und hier müssen wir da Nachfrage aufpassen. Okay. Ich genieße das gerade. Ich genieße das gerade einfach. So. Jetzt nicht abstürzen, bitte. Das wäre nicht so doll. So. Oh, und wir brauchen Strom aus vom Nachbarn. Alles klar. Machen wir. Kriegen wir hin. So. Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, das ist jetzt halt das Blöde, ne, dass du da... Aber ist okay. Ist in Ordnung. Ja, nee, wartet mal. Hier muss das so hin. Genau. Allee. Ach, es läuft so gut, Freunde. Das haben wir uns echt verdient jetzt.
nach den Strapazen, die wir hier hatten. So. Ich kleister jetzt erstmal alles voll. Die Verkehrsanbindung mache ich dann gleich. Oder genau jetzt, um genau zu sein. So, wir machen mal Monorail-Stationen. Eine hierhin. So, weil die nutzt er ja auch regelrecht, ne? Die Monorail, deswegen. So, zack. Ja, wunderbar. Und da kommt schon wieder ein fettes Gebäude raus. Dann haben wir hier Bushaltestelle U-Bahn. Und dann hier unten am besten noch irgendwo. Ich würde mal sagen, ja, hier. Was ist mit euch los? Lange Pendelstrecke, ja, okay. Dann reißt das mal ab. So. Und lass dann neue Einwohner einziehen, weil das geht gar nicht, dass die da so verlassen sind, die Gebäude. So. Dann bräuchten wir eigentlich hier unten auch noch eine vernünftige Verkehrsanbindung. Oh ja, schaut euch das an. Wachstum. Und ich habe noch nicht mal einen Bäubetrick gemacht. Das ist doch was. So, dann haben wir zack und zack. Zack. So. Ja, sehr cool. Das heißt, dann können wir hier einen großflächigen Bäumetrick machen. So. Zack, 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 zack. Ja, schaut euch das an. Sehr, sehr nice. Ja. Jawohl, Wachstum, oh mein Gott. Wachstum ist es so Hammer. Polizei habt ihr, Feuer habt ihr auch. Ja, wobei, man könnte eigentlich hier, ja, komm. Sind wir mal nicht so geizig. Ich meine, wir haben es ja. Na, finanziell geht es uns ja wieder ein bisschen besser jetzt. Zum Glück. Und, ihr seid immer noch arbeitslos, komischerweise. Warum nur? Warum? Ich meine, ihr braucht mehr, noch mehr Jobs. Noch mehr Jobs hier, okay. Dann kriegt ihr halt noch mehr Jobs. Ich meine, warum denn nicht? So, mittlere Plazas, bitte. Zack, 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 zack. So. Ah, der Flow heute ist einfach sehr, 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 sehr positiv. Das freut mich wirklich. Saukrass. So, ja. Ja, guckt euch das an. Das nächste Gebäude. Wasserverbindung habt ihr alles? Ja. Geht noch. Okay. Ja, wunderbar, Mensch. Dann würde ich vorschlagen. Ja, gucken wir mal. Ah, okay. Wir brauchen mal wieder ein paar mehr Jobs. Ja, wir müssen aufpassen. Also, ja, wir haben ja jetzt tatsächlich mehr Jobs, aber wir haben wieder einen Bandagenblues. Schon wieder ihr. Schon wieder ihr. Das wird langsam gemein. Schon wieder ihr. Ja, was machen wir denn jetzt mit euch? Wir haben mal, glaube ich, hier mal... Hier können wir ein Krankenhaus hinstellen. Ah, nein. Also dieses schicke Gebäude werde ich auf keinen Fall abreißen. Oh Gott. Ja, was machen wir denn da? Was machen wir denn? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen das mal so. Setzen euch hier ein neues Krankenhaus hin. So. Dann sollte das eigentlich aufhören hier. Ja, passt. Hört ihr mal auf? Sonst... Ah, wartet mal.
Könnt ihr mal aufhören? Ich reiß euch jetzt gleich ab. Mann. Was streikt ihr die ganze Zeit? Ich habe euch schon eine Zeit des Krankenhauses hingesetzt. So. Meine Güte. So. Boah, das sieht schon richtig krass hier aus, ne? Schaut euch das an, ey. Richtige Metropole jetzt. Wir sind eine richtige Metropole geworden. Wow. Och, Leute. Was ist mit euch? Warum? Seid ihr immer verlassen? Das sieht schon besser aus. Das heißt, wir brauchen hier einfach wieder mal mehr Jobs. Ja, mehr Jobs. Mehr von allem. Ja, was braucht ihr denn noch? Ah, hier unten, ihr braucht noch eine Verkehrs... Ne, die habt ihr doch. Ah, okay. Dann, ich glaube, dann müssen wir einfach ab. Tower Residence Version 2. Ja, wollte ich mich auch noch drum kümmern tatsächlich, aber mache ich beim nächsten Mal tatsächlich, weil, ja, das kann man, das ist eine Sache, die kann man immer wieder machen. Wichtige ist jetzt, wollte ich sagen, dass wir vorankommen tatsächlich. Und deswegen brauchen wir einfach wieder mal mehr Jobs. Ja, wieder mehr Jobs. Würde ich sagen, machen wir. Kriegt ihr? Ihr kriegt mehr Jobs. Oder, ah, ihr braucht einfach Parks oder was? Okay. Dann ist es merkwürdig. So, aber wir bauen einfach weiter. So. Jawohl. Machen hier vorne eine schöne Anbindung für euch hier, für die neuen. Zack, zack. Ja, genau. Okay, Bushaltestelle U-Bahn. In die Mitte hier. Park noch hin. Und dann muss ich mal gucken, wie es mit dem Wasser aussieht. Ob wir die tatsächlich noch angebunden haben oder ob wir da eine neue Leitung legen müssen. Ah. Einmal hier schön quadratisch alles machen. So, perfekt. So, dann habt ihr hier unten drei Stationen. Das muss ja wohl mal reichen. So, wir brauchen wieder einen Einwohnerbooster. Und da habe ich tatsächlich ein Gebäude gefunden. Wenn wir mal ein bisschen runterscrollen, hier schaut euch das mal an. Ein Footballstadion. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich jetzt nutzen sollen, weil das halt extrem riesig ist. Aber ich glaube. Ach Leute. B&B Darkwood. Wie viele Jobs sind denn das? 100. 100, das kann weg. Das hier auch wieder. Und das schon wieder ein Geschenk. Mensch, Freunde. So. Ich glaube, wir werden das Fußballstadion tatsächlich einsetzen. Weil es gibt sehr, sehr hohe Nachfrage nach Einwohnern. Und warum soll man das nicht nutzen, nicht wahr? So, dann. Warum ist die Polizei hier? Habt ihr keinen Polizeischutz? Doch, habt ihr doch. Gut, Footballstadion. Setzt es hier hin. Und dann schaut euch mal an, wie die Nachfrage sprunghaft steigt. Ja, seht ihr das? So. Das haben wir erledigt, okay. Ja, obwohl gar nicht mal. Gar nicht mal so krass. Das hätte ich mir jetzt doch schon. Da hätte ich mir jetzt mehr von erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt riesig, ne? Und ist jetzt die Frage, soll man das.
Die monatlichen Unterhaltskosten sind halt auch extrem. Für das bisschen... Ja, obwohl... Nee. Das können wir wieder wegmachen. Das hat tatsächlich nichts gebracht. Okay, schade. Ich hatte gedacht, aber okay, ich denke, wir haben einfach jetzt erstmal wieder so eine Grenze erreicht. Wo wir mal wieder hier ein paar große Plazas brauchen. Und hier unten am besten noch eine Verkehrsanbindung. Das wäre ganz gut. Ah, nee, haben wir doch schon da. Okay, haben wir schon. Alles klar. Monorail wird auch krass genutzt hier. Züge hier stehen wahrscheinlich schon im Stau oder so. Eine Monorail sollten sie eigentlich bei uns in Deutschland auch mal einführen, finde ich. Also das ist wirklich... das fehlt hier, habe ich das Gefühl. Monorail ist schon richtig gut, ja, für so dicht bebaute Städte. Ja. Geht halt auch viel schneller mit dem Transport und so, ne? So, dann haben wir noch 7 Minütchen. Boah. Wir verbinden mal die ganzen Eisenbahnen miteinander. Wir kommen richtig gut voran. Ah, am liebsten würde ich jetzt noch ein paar Folgen am Stück aufnehmen, ganz ehrlich. Aber, ja. So, wir sind am Ende mit der Monorail. Krass. Wir sind am Ende angekommen. Wow. Die ersten Bahnverbindungen gehen ans Ende. Die Autobahn ist auch schon am Ende. Haben wir hier nochmal eine Querverbindung. So, ja. Jawohl. Boah, Freunde. Es ist wirklich langsam... Es bricht die Zeit an. Es geht Richtung Ende. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es jetzt wirklich so schnell geht, ne? Ich bin einfach froh, dass ihr mir wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4 und hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt, unser Großprojekt hier. Auch wenn es schon fast 80 Folgen lang ist, aber es lohnt sich am Ende, wie ihr seht. Es lohnt sich am Ende. So, wir bauen mal weiter Büros auf. So, machen wir es mal so. Zack und zack. Oh Gott, speichern. Speichern nicht vergessen. Bevor es wieder abstürzt. Das hatten wir schon zu oft, dass das Spiel einfach abstürzt. So. Wunderbar. Ja, 4x4, 4x4. Und hier machen wir 5x5. So. Perfekt, Freunde, perfekt. Ja. Ja, genau das will ich sehen. Genau das will ich sehen. So, Monorail-Station. Und dann haben wir da oben einmal Bus und U-Bahn und hier unten einmal Bus und U-Bahn. Verkehrsanbindung schön machen. So. Und da oben auch nochmal. Ah, guck mal, da kommen sie doch schon, die Jobs. Da kommen sie doch schon, die ganzen Jobs. Ah, sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde. Ah, ist das gut. Einfach mega. Einfach mega geil. So. Wo kommt ihr her? Auto 423? Von da... Über die Autobahn? Von hier? Wow, okay. Das ist krass. 21.000 Jobs. Oh! Oh, oh, schaut euch das an. Die Einwohnernachfrage, die ist weg. Wir machen mal eine Steuersenkung, eine kleine. Oh, aufpassen, Freunde, aufpassen.
Jetzt kommen wir gerade so an den Punkt. Ja. Jetzt kommen wir gerade so an den Punkt, wo wir wieder aufpassen müssen. Ich glaube, wir haben zu schnell gebaut. Eieieiei. Wir haben, glaube ich, zu schnell gebaut. Wir haben massig Nachfrage nach Jobs, ne? Wartet mal, ich glaube, wir machen mal... Machen wir hier Jobs rein. Hallo, was ist das denn? Doch nicht so ein Mini-Büro hier. Eieieiei. Okay, es geht wohl doch nicht ohne Probleme. Verdammt. Ja, okay. Was ist das denn hier? Lass mich da rein. So. Machen wir diesen Minijobs da weg. So. Ja, da haben wir jetzt hier unsere Schulen aufgebaut, aber wofür? Anzahl der Schüler, das kann runter. Das kann definitiv runter und das hier auch. So. Ach du Kacke! Ja, wir brauchen wieder eine Steuersenkung. Okay, wir brauchen wieder eine Steuersenkung. Hat das jetzt, bringt das jetzt was? Wartet mal. Lass mich mal gucken, bitte. Eieiei, das bringt ja gar nichts. Okay, das ist jetzt... Wir haben tatsächlich echt viel zu schnell gebaut. Aber ich war halt in so einem guten Flow drin. Okay, wie sieht's denn hier oben aus mit den... Ja, wir haben zu viele Wohngebiete eröffnet. Das ist es. Zonen. Ja, wobei eigentlich, schaut euch das an, die sind nur Gewerbegebiete. Ne, also eigentlich dürfte das kein Problem sein. Was machen wir denn da, Freunde? Was machen wir denn da? Wir machen einfach mehr Jobs. Ja. So. Das ist halt schade jetzt um die Schulen, ne? Aber... Wir machen halt mehr Jobs hier rein. So. Und, das ist ein Problem, das gucken wir uns doch beim nächsten Mal an. Also es ist tatsächlich jetzt gerade wieder so ein bisschen Stillstand. Aber ich meine, gut, wir sind kurz vor Ziel. Ne, lange dauert es nicht mehr. Ebenerdig ist ebenerdig, okay. Gut. So. Wie gesagt, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ja, das wird nochmal interessant. Okay. Das ist aber dann wahrscheinlich im am 31. Januar geht es dann hier weiter. Alles klar, Freunde. Da klingelt auch nämlich genau meine Uhr. Perfektes Timing. Und eigentlich hätte ich das gerne noch gelöst vorher. Wartet mal gerade. Eigentlich hätte ich das gerne noch gelöst. Müssen wir nach wie vor einfach mehr Jobs aufbauen? Das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, weil wir haben doch schon tausende Millionen an Jobs. Wartet mal. Was bringt das Footballstadion? Bringt das was? Daran liegt's nicht. Okay, daran liegt es nicht. Wir müssen beim nächsten Mal einfach die Steuern senken, denke ich mal. Ja, das wird einiges kosten. Lass die mal die Jobs aufbauen. Wartet mal. Lass die mal die Jobs aufbauen.
Das ist jetzt so die letzte Aktion. Ich meine, ich mache jetzt ein bisschen länger, weil, wie gesagt, bald Urlaub ist. Lass die mal die Jobs aufbauen. Mal gucken. Wir haben ein steuerliches Problem hier. Ich mache nochmal speichern und dann probiere ich gleich nochmal kurz was aus. Wartet mal. Weil die Steuern auf 4% runter. Das kostet nämlich extrem viel jetzt. So. Steuern auf 4%. Bringt das was? Das bringt nichts. Okay. Wie weit müssen die Steuern denn runter? 3,5 vielleicht? Ich meine, wir sind kurz vorm Ziel, da kann man sowas mal machen. 3,5? Okay. Okay. Die Steuern müssen auf 3,5 runter. Das heißt, die Bildung muss hier wieder runter. So. Und vor allem ein bisschen mehr. So. Und genau. Also wir mussten tatsächlich die Steuern minimal. Geht das vielleicht so? Ja, wartet. Geht noch. Okay. Ha. Alles klar. Ja, dann haben wir eine gute Lösung gefunden dafür. Einfach die Steuern ein bisschen gesenkt. Um 0,8 Prozentpunkte. Und ja, genau. Ja. Das ist aber okay. Also, da kommen jetzt nämlich wieder die ganzen Einwohner. Wie gesagt. Wir haben das Problem gelöst. Steuersenkung hat geholfen. Puh, Gott sei Dank, ey. Und ja, da können wir jetzt minütlich sehen, wie die Einwohner wieder steigen. Und genau, da können wir die Bildung mal wieder minimal hoch machen. So, wieder auf 100.000. Ja, Gott sei Dank, Mensch. Gott sei Dank. Gut. Dann aber, wenn wir aus dem Urlaub kommen, keine Probleme mehr. Gut, Freunde, da würde ich sagen, wir sind wirklich fast voll, das ist so fassbar. Okay, ich mache noch einmal Bäumetrick über die ganze Stadt hier. Es ist so krass. Es ist so krass einfach. Schaut euch diese Metropole an. Wirklich heftig. So, noch einmal Bäume, 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 Bäume. Boah, ist das fett. Ist das fett, liebe Freunde. Einfach weiter, 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 weiter. Beim nächsten Mal machen wir nämlich mehr Jobs einfach. So, ja, das wollte ich jetzt nicht da, aber ist okay. Sind nach wie vor Arme. Das ist in Ordnung. Alles klar. Oder, ah ne, das sind Arme zur Mittlere. Okay, passt. Bewohner werden weniger, warum? Okay, wir sind stabil bei 2,5 Millionen. Jawohl, Freunde. Alles klar. Dann machen wir hier nochmal die Bildung nochmal minimal hoch. Dann sind wir jetzt wirklich wieder in der Nähe von dem Normalbereich. Ja, perfekt. Dann können wir beim nächsten Mal vernünftig weitermachen. Gut, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's immer, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.